Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Novus. Heute wollen wir endlich unsere Wetterfarm hoffentlich vollenden. Ich guck mal, ob wir das heute alles fertig bekommen. An sich sind wir soweit komplett fertig mit allem. Das heißt, wir können wieder das Skelette töten und damit ihre Schädel sammeln. Und wir können hier in dieser wundergeilen Anlage wieder spawnen und sie automatisch killen. Ich habe mich leider noch nicht informiert, wie man Dimension Ohr bekommt. Ich denke aber, das bekommt man in einer Dimension von F-Tools, logischerweise. Die müssen wir aber erst tun und, nicht tun, die müssen wir natürlich erst machen. Und heute kümmern wir uns erstmal um den Spawn-Mechanismus und natürlich, dass er wieder ein bisschen tiefer fällt, damit er nicht etwa die Blockplätze hier zerstört. Das heißt, wir werden das dann gleich nochmal abbauen. Ich denke, wir machen das sogar relativ am Anfang, damit das Ganze schon mal geregelt ist. Und für das mache ich auch ganz kurz mal meinen Magneten an. Und ich werfe mein Zeug weg, das wir gerade nicht unbedingt brauchen. So wie diese Conduit Facades. Ein Sludge Drum. Was noch? ME-Kabel. Obwohl, die werden wir vielleicht sogar brauchen. Who knows? I don't. Laboratory Blocks. Was noch? Der Personal. Dann bleiben wir mal so. Und dann Elektromagnet. Der ist nicht hier drin. Warum ist der hier drin? Fragen über Fragen. So, Elektromagnet ist an. Und dann rattern wir ganz kurz mal dieses wunderschöne Gebilde hier weg. Denn das muss ja noch... Obwohl, warte, was mache ich eigentlich? Das kann doch hier bleiben, ich retard. Das muss einfach nur ein bisschen niedriger, ein bisschen höher. Lol, Dummkopf. Okay, jetzt natürlich nur die Frage. Wir müssen gucken, dass wir hier alle Blöcke erwischen und ich hier nicht etwa irgendwo etwas vergesse hinzusetzen. Nicht, dass ich jetzt irgendwo was weggerissen habe und gleich nichts mehr geht. Das heißt, wir müssen eigentlich die Plattform hier wegmachen, auf der das Ganze ja praktisch steht. Denn der Kasten muss ein bisschen tiefer. Sonst reißt der Wither uns unsere Blockplacer. Und das wäre nicht so gut. Okay, das heißt, wir machen das Ganze hier mal weg. So, so. Und dann in der Mitte natürlich auch nochmal. Und dann bauen wir dann eine Vakuum-Chest. Und danach geht schon an die Verkabelung von dem ganzen Ding. Ich habe mich jetzt schlussendlich doch für eine andere Version von unserer Verkabelung entschieden, die hoffentlich ein wenig besser ist als das, was ich zuerst im Kopf hatte. Denn zuerst sollte es ja so sein, was natürlich cooler gewesen wäre, wenn keine Energie produziert wird, dann haben wir zu wenig Blöcke. Wenn keine Energie produziert wird, dann werden nur das Skelette getötet. Allerdings, Fehler in der Matrix, wenn keine Energie produziert wird, dann laufen natürlich auch die Grinder nicht. Und dementsprechend brauchen wir zuallererst mal immer einen Vorrat an Blöcken, die wir haben. Oder an Köpfen, die wir haben, besser gesagt. Und aus diesem Vorrat können wir uns dann was beziehen. Das heißt, wir werden das Ganze jetzt so machen, dass wir zuallererst mal ja einige Wither-Skeletten-Skulls in den Blockplacern sammeln. Ich sag mal so, keine Ahnung, hat einen kleinen Buffer so, den man hat und den man dann verwenden kann. Und sollte man das haben, ich hoffe übrigens, das sind jetzt nicht so viele Blöcke, aber na, könnte natürlich passieren. So, jetzt gehen wir ganz kurz hier nach vorne. Und ich habe auch gelesen, oder die Abstimmung angeguckt, besser gesagt, viele Leute sind eben dafür, dass wir, es könnte wirklich sein, dass es so viele sind. Viele Leute waren dafür, dass wir die ganzen Blöcke unsichtbar machen und finde ich super cool. Das habe ich gehofft, dass ihr das abstimmt, denn unsichtbar ist um einiges cooler als ja, irgendwie einen Block zu haben. Denn den würde einfach nur unsichtbar hier schweben zu haben, sieht, glaube ich, sehr, sehr cool aus. Das heißt, wir bauen das ganze Ding jetzt einfach mal ab. Das war falsch. Und zwar einmal die Aether Wrench und natürlich auch den Shield Projector und den setzen wir jetzt einfach mal hier hin und den Tesseract setzen wir davor. Und dann können wir mal gucken, ob es funktioniert. Yes, der steht gerade noch auf einer Solid Texture. Dann machen wir das mal gerade auf Shield, damit ich sehen kann, ob hier irgendwo was fehlt. Aber soweit sieht das doch mal ganz gut aus. Das heißt, okay, da fehlt noch ein Block. Aber das ist gar nicht mehr so schlimm. Denn da kommt gleich noch die... Warte mal, was passiert eigentlich? Jetzt schützt der Server ab. Okay, der muss also wirklich neu initialisiert werden. Das heißt, wir machen dich mal ganz kurz aus. Und dann... Ups, jetzt kann ich ja nicht mehr doof fliegen. Sondern machen wir das Ding hier mal an. Dann brauchen wir zwei neue Blockplacer. Die craften uns natürlich ganz fix. Blockplacer. Da waren die von Open Blocks. Für das andere brauchen wir autonomes Actuator. Und dann brauchen wir Redstone Conduit. Das haben wir schon. Was wir allerdings leider noch machen können, ist ein Timer. Das Ganze hier war in so viel. Okay, wir benutzen lieber den normalen Timer. Oder was heißt den normalen? Den komischen Timer. Machen wir uns ganz kurz Stone. Lol, wie viele Frames haben wir denn? Wir haben 10 Millionen Clean Cobblestone. 10 Millionen Clean Stone. Und dann schmelzen wir einfach mal kurz einen Stack hier in diesem Ding. Einmal zack. Und dann kriegen wir die Circuit Plates.
Der Grund, warum ich den Timer benutze, erstens, man kann ihn in Sekunden einstellen, den F-Twist-Timer stellt man in Ticks ein, was an sich auch besser ist, allerdings habe ich keine Lust, Ticks in Sekunden auszurechnen und zweitens bin ich mir nicht sicher, ob man den Timer hier mit dem Redstone-Signal steuern kann, damit er aufhört und das weiß ich, dass bei dem Project Red-Timer auf jeden Fall geht. Deswegen fangen wir mit dem an, wir brauchen drei hiervon, 1, 2, 3, danach brauchen wir drei hiervon. Da kriegen wir direkt raus, das ist perfekt. Davon brauchen wir übrigens nur zwei, halb angelogen. Dann brauchen wir einen hiervon und wir brauchen einen davon. Und dann haben wir hoffentlich den Timer fertig. Awesome. Als nächstes bräuchten wir natürlich noch Insulated Redstone Conduits. Habe ich meine Blockplacer? Ja. Perfekt. Dann gehen wir ganz kurz hier runter. Wir machen mal das Force Field ganz kurz an. So. Ich nenne das immer Force Field, weil ich es gewohnt bin von einer anderen Mod. Aber an sich ist es ja eigentlich nur ein normales Shield. Aber wir bleiben mal bei Force Field. So, okay. Dann haben wir das Ding ja schon alles mit Redstone verbunden, was an sich super ist. Die hinteren Dinge hier haben auch schon Energie, was ebenfalls super ist. Und dann machen wir das hier mal ganz kurz weg. Und danach machen wir einen Timer dran. Den machen wir mal hier hin. Den stellen wir jetzt auf 120 Sekunden. Denn 2 Minuten. Der Grund dafür ist eigentlich relativ simpel. Ein Netherstar hält in den Netherstar Generator 2 Sekunden. Das heißt, wenn wir wenig Energie haben, dann wird alle 2 Minuten einer getötet. 2 Minuten, nicht 2 Sekunden. Und dementsprechend können wir das dann so relativ gut fernsteuern. Für jetzt brauchen wir erstmal ein Item-Conduit, was das ganze Ding hier ansteuert. Das heißt, wir können das an- und ausschalten. Das machen wir hierhin. Und dann brauchen wir ein Item-Conduit, was hier oben rauskommt. Das machen wir hierhin. Welches dann eben das Redstone-Signal von dem Timer bekommt, um einen Wither zu spawnen. Hier oben ist gerade nichts drin. Allerdings machen wir mal ganz kurz, keine Ahnung, hier einen Laboratory-Block rein. Stellen den Timer mal ganz kurz runter auf, nein, wir lassen mal auf 120 stehen. Ist ja nicht so schlimm. Und dann brauchen wir direkt, nein, Blood Moon. Dann holen wir uns eben eine Redstone-Torch. Und machen hier, ich weiß nicht genau, inwiefern wir das am leichtesten machen, aber wir machen das mal so. Dann ist der Timer nämlich angehalten, wie ihr seht. Und danach brauchen wir nochmal einen Redstone-Conduit. Ich mache es wahrscheinlich übelst kompliziert, aber lieber kompliziert und es funktioniert, als unkompliziert und es funktioniert nicht. Weil ich nicht weiß, wie ich es richtig mache. So, das Ding hier bekommt ein Strong-Signal. Dann powert es nämlich durch den Block und macht hoffentlich diese Fackel hier aus. Können wir ganz kurz testen. Zack, Fackel aus, Timer läuft. Und dementsprechend sollte... No, warum nicht? Ach so. Weil er erst nach 2 Minuten natürlich tickt. Gut, hier kommt später ein Receiver hin von F-Tools, wie wir das kennen, hoffentlich. Das heißt, er gibt später ein Signal hier weiter, damit er einen Wither spawnen soll. Und das Force Field bleibt, denke ich mal, immer an. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das immer anhaben wollen oder ob wir das Ganze so machen wollen. Außerdem kann man die Shield Projector übrigens infusen, dann brauchen sie wenig Energie. Und ich glaube, sie machen sogar mehr Damage. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Okay, wie gesagt, man könnte das Ding hier mit Redstone ansteuern. Das heißt, man könnte hier sagen, bei Redstone ist es an, beziehungsweise Redstone ist es aus. Das heißt, es wird ein Wither gespawnt und danach geht das Force Field an. Dann verschwinden nämlich unnötig Energie. Wäre vielleicht cool, aber andererseits hat man diese Blöcke dann irgendwo im Raum. Das ist auch nicht ganz so cool und relativ hässlich. Okidoki. Das heißt, wir gehen mal ganz kurz oben. Produzieren wir gerade eigentlich? Ja, perfekt. An unsere Energiezelle. Die haben wir ja hier. Und es gab Probleme mit dem Programm von Skate. Das soll jetzt kein Hate sein oder so. Es kann auch sein, dass das bei mir nicht richtig funktioniert hat. Allerdings gab es das Ganze immer noch, als mein Programm auch nicht an war. Und also es gab keine Probleme, sondern das Programm hat einfach den Log voll gespammt, weil es die ganze Zeit die Energy Cell ausgelesen hat, ob die noch Energie bekommt. Und dann gab es alle paar Minuten irgendwie so 20 Nachrichten in den Log gespammt. Und das war nicht so toll. Aber was wir jetzt heute machen werden, ist dasselbe wie was ich am Anfang vorhatte, und zwar ein Power-Monitor. Dazu brauchen wir einen Transmitter, wenn wir den haben. Redstone-Transmitter und einen Receiver. Davon haben wir noch sehr, sehr viele. Okay, warte, was hier ist? Channel 6, dann brauchen wir ganz kurz Channel 5, 2, 3, 4, 7. Warum habe ich keinen Channel 7? Machen wir uns ganz kurz einen Channel 7. So, jetzt haben wir hier Channel 7 und Channel 7. Awesome. Dann gehen wir runter. Das war ein zu hoch. Wir wollen hier hin und jetzt stellen wir hier mal ganz kurz. Ich habe leider keinen freien Port mehr, ne? Ist ein bisschen doof, aber das ist generell alles hässlich und sieht komisch aus. Deswegen können wir das an sich auch umbauen. Wollen wir das machen oder wollen wir es lieber so lassen? Ich bin mir nicht sicher. Ich denke mal, ich bin am Überlegen, wie man es bauen könnte, damit es relativ schön wird. Aber das geht nicht. Es wird alles hässlich. Oder?
Ja, es wird alles jetzt nicht, natürlich. Wir brauchen nochmal zwei Ports dafür. Es ist zwar unnötig kompliziert, was ich gerade mache, sehr wahrscheinlich. Aber nein, warte, wie ist das? Mechanism Pro Port. Guck mal einfach nach Port. Vielleicht finden wir es ja da. Das ist für Enhanced Portals, das Ding. Induction Port, das wollte ich haben. Davon brauchen wir zwei Stück. Dann machen wir ganz kurz unsere Induction Cell kaputt. Und zwar machen wir am Port hin und wir machen hier am Port hin. Ist jetzt nicht symmetrisch, aber das Ding wird eh später irgendwann mal nochmal gebaut, umgebaut. Da habe ich mich verhaspelt. So, das eine Ding steht auf Input, das andere auf Output. Jetzt stellen wir unseren Power Monitor hin. Dann verbinden wir das mit zwei Energy Conduits, das heißt ein hier, ein da. Dementsprechend, ja, das Ding hier ist Output, das hier ist Input. Das heißt, das Ding hier füllt sich mehr oder weniger. Natürlich füllt es sich, aber das heißt, die Energie, die hier durchfließt, die geht dementsprechend auch wieder leer. Was das zur Folge hat, ist eigentlich relativ simpel. Wenn hier keine Energie mehr ankommt, beziehungsweise wenn der Energiespeicher von 600 GAF leer ist, was schon einiges ist, dann bekommt der Power Monitor keine Energie mehr. Und was wir dann sagen ist, when storage is less than, wie viel wollen wir denn? 75? Ich meine, die interne Storage, das ist ja an sich egal. Das heißt, when storage is less than 27. Wir können das auch einfach auf 90 stellen. Und storage greater than 99. Das heißt, ja, an sich eigentlich genauso eingestellt. Also wenn irgendwann keine Energie mehr produziert wird, dann geht der interne Speicher leer, weil er ist ja wieder importiert, aber es läuft wieder im Kreis und dann geht wieder was verloren. Das heißt, irgendwann geht das Storage hier leer, was natürlich relativ spät passieren wird, aber trotzdem wird es irgendwann passieren und dann geht eben diese interne Storage, wie gesagt, leer. Wenn sie unter 90% fällt, wird ein Redstone-Signal ausgegeben und dieses Redstone-Signal senden wir über ein Insulated Redstone-Conduit weiter und zwar senden wir das an alle unsere anderen Blöcke. Das heißt, wir setzen hier einen Transceiver hin, verbinden das da hier einmal mit, ja gut, die Frage ist halt, was ist was? Das hier war Redstone, perfekt. Und genau, das Ding gibt es also im Redstone aus, wenn es unter 90% ist. Soweit, so gut. Was das zur Folge hat, ist Numero Uno. Es wird ein Wither gespawnt, beziehungsweise wird diese Clock hier aktiviert. Redstone wird ausgegeben, dementsprechend geht diese Fackel hier aus. Und dementsprechend, ja, wird die Clock aktiviert und alle 2 Minuten wird ein Wither gespawnt. Problem, das Ding ist dann erstmal 2 Minuten inaktiv, das heißt, wir sind 2 Minuten ohne Energie, um es blöd zu sagen. Aber das relativ egal, würde ich einfach mal behaupten. Es funktioniert an sich trotzdem. Das heißt, alle, das sieht so krass aus, wenn Blumen noch dazu ist. Alle 2 Minuten wird also hier im Wither gespawnt. Und was wir zusätzlich noch sagen, ist Folgendes. Wir düsen mal ganz kurz hier rüber zu unserer Mobfalle. Denn hier brauchen wir noch einige Dinge. Zuallererst mal brauchen wir eine Vakuum-Chest. Die machen wir uns ganz fix. Jemand meinte auch, oder relativ viele haben das geschrieben. Es gibt einen Block von Extra Utilities, der Items durch eine Wand aufsaugen kann. Habe ich noch nie von gehört, aber klingt cool. So, jetzt machen wir uns allerdings erstmal eine Vakuum-Chest. Dann brauchen wir einen Import-Bus. Den haben wir hier. Und Acceleration Cards haben wir auch relativ viele zum Glück. Und wir brauchen einen Level-Emitter. Den können wir craften. Achso, natürlich. Wegen irgendeinem Monitor, glaube ich, oder? Wegen dem Crafting-Monitor braucht man den. So viel ich weiß. Das heißt, wir machen mal ganz kurz den. Der dauert. Was macht er denn gerade? Pure Self-Quartz Crystal. Der sollte aber relativ fix fertig sein. Jetzt ist er fertig. Dann macht er den Prozessor und fertig. Awesome. Level-Emitter. So, dann nehmen wir uns den raus. Ein EGLS-Cable haben wir. Das heißt, das sollte soweit keine Probleme mehr geben. Und was wir jetzt tun, ist Numero Uno und Numero Dos. Wir steuern diese ganzen Dinger mit Redstone. Das haben wir schon mal angemacht. Allerdings machen wir das folgendermaßen. Und zwar schließen wir hier dran Level-Emitter an. Zack. Und dieser Level-Emitter hat einen Wither-Skull. Und der gibt ein Redstone-Signal aus, wenn wir. Oder er gibt kein Redstone. Das heißt, when levels are above or equal to limit. Ja, okay, das passt sogar. Wir sagen einfach mal 50. Das heißt, gerade gibt er kein Signal aus, was gut ist. Oder? Ja, doch, was gut ist. Sehr, sehr gut. Dann verbinden wir die Dinge hier einfach mal damit. Mit einem Insulated Redstone Conduit. Eins davon führen wir hier runter. Das heißt, wir stellen dich gerade mal auf Redstone Low. Was zur Folge hat, dass das Ding arbeitet. Hoffentlich arbeitet. Wenn es. Das können wir gleich mal testen. Ansonsten müssen wir auch noch einen Inverter dazu packen. Und wenn nicht, dann
passt das alles so. Zack, das Ding ist also verbunden. Jetzt gucken wir gerade ganz kurz, ob das irgendwie anzeigt, ob er arbeitet oder nicht. Porten es einmal da rein und gucken, ob er uns haut. Ja, er haut uns. Ja klar, er hat auch kein Redstone-Signal. Cool, so soll es natürlich auch sein. Ja. Danach geht's weiter. Hier haben wir, glaube ich, auch Redstone-Conduits. Perfekt, das heißt, wir gucken mal, ob wir die hier verbinden können. Das wäre dann hier. Ist er verbunden? No. 3, 4, 5, dann ist der damit auch verbunden. Und jetzt legen wir unten rein unser Wither Skeleton, stellen das auf Exact Copy Yes. Dementsprechend läuft das Spawner jetzt immer weiter, so lange bis wir 50 Wither Skulls im System haben. Wir stellen das übrigens mal runter, beziehungsweise hoch, denn 50 macht keinen Sinn. Wir stellen es eher so auf 60. Hier. Grund dafür brauchen wir mal 3 und 50 ist durch 3 nicht so gut haltbar. Warum ist das auf Exact Copy No gegangen? Oh, ich hasse dich. Nee. Ja komm, verpiss dir. Okay. Ja gut, das macht jetzt hoffentlich schon mal, was es soll. Und dann. Wo bin ich hier? Achso. Das noch von dem anderen Ding. Gut, dann brauchen wir jetzt irgendwo noch eine Kiste, beziehungsweise Platz für eine Kiste. Machen wir jetzt einfach mal hier hin. Ich hoffe, das spawnt jetzt gleich kein Skelett. Ja, war natürlich klar. Boah, das war knapp. Okay, gut, das Ding hier stellen wir auf Disabled. Der soll nämlich nichts damit anfangen. In der Vakuum-Chase ist ein Wither Skull und Kohle. Wir stellen die Range auch gerade mal hoch. Die ist schon auf Max, okay. Aber nicht so schlimm. Dann, warte mal. Stimmt, Leute meinten, ich kann hier einfach mit Channel arbeiten, was sogar Sinn machen würde. Bot, sonst mache ich den Impro-Buster hier unten dran. Ist ein bisschen komplizierter, aber sollte trotzdem funktionieren. Dann leiten wir das einfach mal hier außen rum. Das geht dann einmal hier hin und dort aus hier oben an unsere Redstone-Leitung dran. Nicht Redstone, an unsere ME-Leitung dran. Machen wir das so, so. Ihr solltet euch bitte nicht verbinden, das wäre toll. Disabled, ich glaube, ich kann einfach mit der Wrench draufklicken, ne? Obwohl, na, ich weiß nicht. Machen wir so, Disabled. Und jetzt komme ich ja von da wieder nicht hoch. Ja, GG. Dann gehen wir lieber außen rum. Bisschen was hier entlang. Und dann hier oben ran. So, disabled und disabled. Zack. Das heißt, hier hinten ist jetzt ein Import-Bus angeschlossen. Was zur Folge hat, dass wir Wither Skeleton Skulls in unserem E-System importieren. Was natürlich gut für uns ist. Hier wurden zwei neue gespawnt. Die kommen allerdings nicht da drauf. Haben wir noch Conveyor Belts? Conveyor Belts. 4 Stück noch. Das ist awesome. Warte mal. Kann es sein, dass unser... Doch, er ist aktiv. Die Dinger müssen nur wirklich einen Block davor. Das heißt, wir machen da bei Gelegenheit mehr Conveyor Belts hin. So, warte, Luke ist auch mal bitte hier hin. Perfekt. Das heißt, wir machen das so, so. Und dann landen sie wirklich auf dem Block davor. Und dann können sie sich da streiten. So, jetzt haben wir irgendwie sowas wie 4 oder 5. Genau, 4 Stück. Und dementsprechend arbeitet unsere Farm jetzt also immer, bis sie 60 Wither Skeleton Skulls im System hat. Danach hört sie auf. Und die Wither Skeleton Skulls, da bauen wir uns gleich so ein Backup auf. Allerdings, wenn wir schon dabei sind, können wir ganz kurz hier hingehen und dieses Ding mal wegmachen. Oh, und jemand meinte auch, stimmt, dass, wenn mir das gerade einfällt, die Phantom Lens ist aus irgendeinem komischen Grund hier weg und die ist im ME-System. Die kommt nämlich wieder hier dran. So, ja, das wurde so oft von euch geschrieben, wir können Sosa mit Botania verdoppeln. Doch, das machen wir doch mal ganz kurz. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt hier rumschwebt. Höchstwahrscheinlich, weil hier ein Itemfeld eingestellt ist. BZW, ja, das hier unten raussaugt. Ah, nee, da ist gar nichts mehr, ne? Wait for it. Nehmen wir dich auch mal ganz kurz raus und dann... Ah, nein, darunter muss noch der Alchemie-Crystal. Das geht nämlich nur mit dem. Das war... Ich weiß, ich darf nicht so oft sagen. Tut mir leid. Ich weiß nicht, warum ich mir das angewöhnt habe. So, dann können wir das nämlich SoSand damit verdoppeln. Itemkunde ist nicht, aber SoSand. Wenn er das machen will und nicht irgendwie so komisch rumpackt. Geht das nicht? Normalerweise sollte man das verdoppeln können. Give me a second. Warte. Genau. Mana Infusion SoSand. Gibt zwei SoSand. Ah nein, das ist ein anderer Crystal. Oh, I see. Okay, dafür brauchen wir aber erst das... Dafür brauchen wir erst den Altar. Wir brauchen das 11. Okay. Das wird höchstwahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis wir das verdoppeln können.
Okay, da habe ich gar nicht drauf geguckt. Ich habe gedacht, das ist eine normale Crystal. Gut, aber in der Theorie sind wir jetzt ready to go. Was so viel heißt wie. Wir stellen dich mal ganz kurz aus. Machen hier nochmal das Zeug rein und einfach nur, damit ihr es nochmal sehen könnt, bauen wir gleich nochmal einen Wooder. Denn mittlerweile sammeln wir ja dauerhaft Köpfe. Zumindest so lange, bis wir 60 Stück haben. So, und die Köpfe hier drin, die kommen ja eh erstmal daran. Was wir jetzt allerdings mal tun, ist, wir schließen einfach mal kurz einen Button an, damit wir das Ding so spawnen können. Nicht Wooder, einen Button will ich haben. Button. Und den machen wir dann mal hier ran und dann klicken wir einfach mal. Dann wurde hier gespawnt. Und der flutscht jetzt hier bis ganz nach unten. Hoffentlich macht er diesmal nichts kaputt. Okay, wir können den sogar noch viel weiter nach unten gehen lassen. Und macht er was kaputt? Ich glaube kaum, dass er so einen großen Radius hat, oder? Nee, ist alles ganz geblieben, perfekt. Und er versucht hier zu schießen, aber es passiert natürlich nichts. Und wir stellen das mal gerade auf Invisible. So sieht das Ganze dann aus. Oh! LOL! Nein! Doofe Idee! Okay, wir lassen das Ganze scheinbar auf Shield stehen und nicht auf Invisible. Alter! No! Warte mal, war das jetzt, weil er mich gesehen hat? Oder war das Ding wirklich auf Invisible stand oder so? Oh Gott! Das ist nix gut! Okay, aber dann haben wir zumindest schon mal daraus gelernt. Was natürlich gar nicht mehr so schlecht ist, aber unser Projector ist kaputt gegangen. Okay, aber egal. Gut, das war so von der heutigen Folge Minecraft los. Vielleicht so ein bisschen Fail am Ende, aber gut, ich teste das mal im Singleplayer, ob das wirklich an dem Invisible lag oder weil der Wither mich gesehen hat oder so. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall nicht so gut. Gut, das war's von der heutigen Folge Novus. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, habt noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschüss.